Beim Treppensteigen mit dem Skevo Bro solltest du dich am oberen Treppenende vergewissern, dass dein Bro die Stützräder ausgefahren hat. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Sensoren deines Bros das Treppenende nicht erkennen. Fährst du dann, ohne die Stützräder manuell auszufahren, über die obere Treppenkante, kippt dein Bro nach hinten. In diesem Fall fängt dich das Anti-Kipp-System automatisch innerhalb weniger Sekundenbruchteile auf. Es fährt zwei Stützen nach hinten aus, um zu verhindern, dass du dich nach hinten überschlägst. Ist das Anti-Kipp-System ausgefahren, blinkt auf der Steuerkonsole nun das Hinweissymbol rot. Weiter leuchtet rechts vom Touchpad ein roter Punkt auf. Auch in der App wirst du darauf hingewiesen, dass das Anti-Kipp-System ausgefahren wurde. Du kannst vorerst nicht weiterfahren. Um mit deinem Bro weiterzufahren, ziehst du den Joystick nach hinten, bis die Raupen deines Bros die Treppe komplett verlassen haben. Dabei fährt dein Bro die Stützräder aus und entlastet dadurch das Anti-Kipp-System. Ziehe den Joystick weiterhin zurück, bis dein Bro die Treppe ganz verlassen hat. Bitte nun eine Drittperson, das Anti-Kipp-System einzufahren. Dafür drückt sie nacheinander auf beiden Seiten den Verriegelungsbolzen nach unten und stößt die Stütze zurück. Nun befindet sich dein Bro im Parkmodus. Fahre weiter zurück, bis du den Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zur oberen Treppenkante erreicht hast. Wechsle nun in einen Modus, der dir in deiner aktuellen Umgebung eine sichere Weiterfahrt ermöglicht.